So sieht also der Steinbock, der zukünftige Steinbock, nach zwei Sägeschnitten aus. Einmal hatte ich ja die Seitenansicht gesägt und dann die Frontansicht. Man muss halt gucken, dass man jetzt diese überflüssigen Hölzer wegkriegt. Das heißt, an den Hörner werde ich so Schrägschnitte ansetzen. Und da bin ich mal gespannt, ob diese hier nett gemeinte Sägeschnittneigung, also diese Rundung, dieser Radius, wohl gemeint ist oder ob der anschließend stört in dieser riffligen Darstellung. Des Weiteren, also das ist Pipifax, das kann ganz leicht gemacht werden, diese Hörner zugesägt. Was schwieriger ist die Verjüngung der Nase, des Gesichts, sodass es immer noch symmetrisch bleibt. Nacken ist sowieso kein Problem. Das ist also eine der ersten Möglichkeiten, wie man einen Steinbock als 3D-Figur sägt. Es gibt natürlich noch eine andere Variante, in einer anderen Darstellung. Und wenn ihr Lust habt, schreibt unten in die Kommentare. Irgendwann mal werde ich dann auch die Variante aufgreifen. Und die, denke ich mal, die könnte sehr gut funktionieren. Da muss natürlich wieder die Nase korrigiert werden. Ansonsten seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen.
So sieht der Steinbock jetzt aus. Und man merkt an den Hörnern, da kann man noch mehr rumsägen, aber man kann auch vorsichtig schleifen. Wie zum Beispiel mit einem von Hand oder mit einem rotierenden kleinen Fräser. Ich hatte befürchtet, dass die Nase schief und sonst wie wird, aber wenn ihr jetzt das besser beobachtet, ist der Gamsbart, der Steinbockbart, der ist jetzt ein bisschen schräg. Ansonsten lieber weniger wegsägen und nachschleifen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese neue Perspektive. Und insoweit freue ich mich auf eure Kommentare. Bis dann. Seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.